Ja, wir haben ein Auto gemacht. Wir sind Mark, Josh und Andri. Ich habe gemacht Rad in Special Program und 3D Printer. Zwei Räder ist größer und zwei Rad ist kleine. Darum zwei Rad ist kleine müssen drehen. Ja, das ist Karosserie. Unser Auto hat Lenkung und vier Räder. Wir haben das gemacht mit Zeichnung und Lasercutter. Ich war für die Programmierung des, dass sich das Auto bewegt, zuständig. Das haben wir gemacht durch ein ESP32 und ein Motor Shield, glaube ich, heißt das. Und dann haben wir die mit MicroPython programmiert. Wenn man. Das haben wir dann auf den ESP32 gespeichert. Und wenn man jetzt auf Boot drückt, dann zuerst anschalten. Also wenn man auf Boot drückt, dann würde man jetzt ein bisschen warten müssen. Das ist nicht fertig programmiert, das fährt jetzt immer nur in eine Richtung, aber da geht der Motor an. Der Motor hier dreht sich dann und dann werde dieses Gummi hier dran befestigt, wodurch sich dann die Reifen drehen könnten. Und hinten ist dann Lichter. Die machen eigentlich gar nichts, aber sie sehen halt cool aus und deshalb haben sie noch hinzugefügt. Ja. Und nach 30 Sekunden sollte es ausgehen. Das sollte jetzt ziemlich gleich sein. Vielen Dank für so eine coole Präsentation, dass wir es auch mal sehen durften. Wie habt ihr das denn gemacht? Habt ihr vorher schon mal mit einem 3D-Drucker gearbeitet? Nein, ich glaube. Wir haben gemacht nur Räder mit 3D-Drucker und alles mit Lasercutter. Und habt ihr jetzt in der Zukunft, vielleicht wenn ihr nochmal zu Jugendhack geht, habt ihr dann wieder vor, was mit dem 3D-Drucker zu machen? In der Zukunft? Ja, also ich finde 3D-Drucker sehr cool und man kann damit auch sehr viel machen. Also ungefähr die Hälfte von dem, was wir hier haben, ist ja 3D-gedruckt und wahrscheinlich schon.